Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es geht heute um die Schwingungserhöhung. Und wenn du daran interessiert bist, immer die neuesten Meldungen oder Botschaften von der geistigen Welt zu erhalten, dann kannst du auch gleich meinen Kanal abonnieren und die kleine Glocke betätigen, denn über die Glocke wirst du sofort von YouTube informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, wie geht es dir denn eigentlich so in dieser Zeit mit den vielen Schwingungserhöhungen, mit den vielen Energien, die einströmen durch die Portaltage und durch dieses aufregende 2020, durch dieses aufregende Jahr? Es gibt ja Menschen, denen machen diese Schwingungserhöhungen gar nicht so viel aus. Aber es gibt wiederum andere, die haben wirklich sehr darunter zu leiden. Die haben vielleicht Kopfschmerzen oder körperliche Schmerzen oder sind müde oder haben einfach schlechte Laune. Also da gibt es ja wirklich ganz viele Variationen. Ja, und wenn du dazugehörst, dann bist du nicht alleine sozusagen. Es sind schon ganz schön viele Menschen, die darunter leiden. Was mir so geholfen hat für diese Dinge, ist eine gute Erdung und auch eine sehr gute Zentrierung. Eine Ausrichtung immer so auf mich selbst, auf meine Mitte. Das hilft mir sehr und da können dann die Energien noch so hoch sein. Ich bleibe in meiner Mitte. Natürlich ist es jetzt auch ein bisschen Übung und wir werden am Ende des Videos eine Übung dazu machen, wie man sehr schnell in seine Mitte kommt und dadurch einfach ja in der Ruhe bleibt und die Energien einen nicht mehr so viel ausmachen. Durch diese Energie oder durch diese Schwingungsenergien, die einströmen, geschieht ja auch immer eine Bewusstseinserhöhung oder Bewusstseinserweiterung. Eine Bewusstseinserweiterung hilft uns ja sehr, weil wir dadurch feinfühliger werden. Wir auf der einen Seite empfinden wir dann die Energie noch heftiger, aber auf der anderen Seite ermöglicht uns diese Bewusstseinserweiterung auch mit den Engeln in Kontakt zu kommen. Also praktisch mit der geistigen Welt wirklich näher in Kontakt zu sein und Botschaften zu erhalten oder auch heilende Energien empfangen zu dürfen. Und von daher ist es natürlich ein Segen, dass diese Schwingungserhöhungen stattfinden. Meistens ist es ja an Portaltagen, da strömen die Energien konzentriert auf die Erde und ja, das ist also die Gelegenheit, sich zu öffnen, zu meditieren und in Kontakt zu gehen. Was diese Schwingungserhöhung auch noch macht, ist in der Bewusstseinserweiterung, dass du Zugang bekommst zu deinem Unterbewusstsein. Und wir verstecken ja oft manches im Unterbewusstsein, also zum Beispiel Ängste oder schlechte Gefühle, ja, Verletzungen, solche Dinge verstecken wir schnell mal im Unterbewusstsein und da bleibt es dann und sitzt fest und bildet eine Blockade, wenn sich das so anstaut. Könnt ihr euch sicher vorstellen. Und jetzt über diese Schwingungserhöhung haben wir also die Möglichkeit, auch da in die Heilung zu gehen. Das ist eine ganz tolle Sache, finde ich, weil wir, wenn wir in die Heilung gehen, ja, durch die Energien unterstützt werden und eine größere Heilung möglich ist als normalerweise. Also würde ich dir dann zum Beispiel empfehlen, besonders dann, wenn du es alleine machst, Heilsitzungen für dich zu machen, wenn gerade so ein Portaltag ist oder ein, zwei Tage vorher und nachher, da sind die Energien auch noch sehr stark. Wäre also ein Aspekt, den du dir vielleicht mal überlegen könntest. Ja, und gerade diese Heilung von Ängsten und eben emotionalen Belastungen sitzen ja sehr tief und haben wir alle sehr gut versteckt.
Das Unterbewusstsein weiß das ganz genau, wo das ist, und da kannst du also mit der Schwingungserhöhung wirklich deinen Zugriff dazu erhalten. Das ist also ein Segen. Letztendlich ist es immer ein Segen, wenn heilende Energie einströmt und wenn dann Heilung auch möglich ist. Natürlich musst du wissen, dass die Seele auch, eine innere Bereitschaft dazu haben sollte, damit eben tatsächlich dann Heilung geschehen darf. Und auch das kann man mit dem höheren Bewusstsein bewirken. Also du könntest jetzt auch mit deiner Seele sprechen und die Seele bitten, nimm doch diese Heilenergien an. Es wäre so schön, wenn auch dieses Problem jetzt für mich geheilt werden könnte. So könntest du mit deiner Seele sprechen. Ja, und ich bin schon sehr gespannt auf die Botschaft, die ich euch jetzt gleich überbringen darf, was die geistige Welt wohl dazu jetzt uns zu sagen hat. Und wir machen ja auch vorher eine kleine Übung mit der Erdung und der Zentrierung. Diese Übung, die kannst du dann auch immer für dich machen und du wirst sehen, das hilft dir sehr. Das sind so die kleinen Helfer im Alltag, die man immer wieder machen kann. Ja, jetzt sprühe ich mich nochmal ein mit meinem Auraspray. Das habe ich hierher schon gelegt. In dem Moment erhöht mich das auch in meiner Energie. Das ist einfach das Schöne bei den Aurasprays. Deswegen muss ich jetzt gerade mal die Augen ein bisschen zumachen. Also das Auraspray, das 999 zum Beispiel, das dehnt meinen Lichtkörper aus und hebt mich schon in der Energie an, so dass ich leichter auch channeln kann für euch. Ja, und jetzt beginnen wir mal mit der Erdung. So schließe nun deine Augen und konzentriere dich ganz auf dich selbst. Fühle, wie dein Atem gleichmäßig ein- und ausfließt und wie du innerlich mit jedem Atemzug immer ruhiger wirst. Ich rufe nun die Erdungsenergie aus den Smarana-Feldern der Liebe für dich. Und so fließt die erdende Energie jetzt gleich zu dir. Sie fließt von oben nach unten durch dich hindurch. Verbindet sich mit Mutter Erde. Fließt wieder hinauf in dein Herz. Verbindet sich mit der Wirklichkeit, mit deinen Herkunftsfeldern und fließt wieder zurück zu dir. Du bist nun auf allen Ebenen geerdet. Nun rufe ich die Energie der Zentrierung für dich und sende dir diese Energie direkt in dein Herz. Die Energie der Zentrierung fließt in dich ein. Spüre, wie sie dich ausdehnt und in deine Mitte bringt. Du bist nun bereit, die Botschaft der geistigen Welt zu hören. Ich rufe die Energie des Schutzes, sodass sie dich und mich, dass sie uns alle einhüllt und du die reinste, beste Botschaft und Energie aus der geistigen Welt empfangen kannst. Ich rufe die Engel der Intuition, die Engel der Liebe und die Engel der Heilung. Und schon betreten die lichtvollen Wesen diesen Raum. Sie betreten auch deinen Raum zu Hause.
und füllen ihn mit der vollkommenen Liebe der Wirklichkeit. Die Engel möchten dir heute ein Geschenk machen. Sie werden mit deiner Seele sprechen und deine Seele bitten, doch jede Heilung anzunehmen, welche du ihr ermöglichst. Die Engel haben sich deswegen hier versammelt, um dich zu unterstützen, um dir zu helfen und um dich zu heilen. Und so bitte ich dich, deine Erlaubnis zu geben, dass dies jetzt in diesem Moment geschehen darf. Spreche ein innerliches Ja und die Engel werden jetzt für dich wirken. Sie übertragen dir die vollkommene Liebe Gottes. Sie übertragen dir heilende Energie. Sie übertragen Licht und Liebe. Sie sprechen mit deiner Seele und sie bitten deine Seele, sich zu öffnen für all das, was Heilung bedeutet. Lasse du geschehen, was geschieht, denn es geschieht in der höchsten, vollkommenen Liebe, zum allerhöchsten Wohle für dich. Sie führen dich jetzt in deinen Seelengarten. Sie führen dich an die Stelle, wo deine Seele sehr gerne verweilt. Und dort, an dieser Stelle, hast du die Gelegenheit, selbst mit deiner Seele zu sprechen. So wähle deine Worte bewusst und voller Liebe. Und bitte deine Seele um all das, was dir jetzt wichtig ist. Ich lasse dir ein wenig Zeit.
Es wird das geschehen, was für dich und für deine Seele wichtig ist. Und nach einer Weile, wenn du alles gesagt hast, was für dich wichtig war, bringen dich die Engel wieder zurück in dein Hier und Jetzt. Vielleicht spürst du eine innere Freude. Vielleicht spürst du Erleichterung. Und wisse, dass alles, was du gesehen und gefühlt hast, deiner Wirklichkeit entspricht. Dass alles, was jetzt gerade geschehen ist, richtig und gut ist. Und so tragen dich die Engel sanft wieder in dein Hier und Jetzt, in deine Räume, dorthin, wo du zu Hause bist. Dorthin, wo du zu Hause bist. Bedanke dich nun bei den Engeln dafür, dass sie dich so gut unterstützt haben. Und bedanke dich auch bei deiner Seele, dass sie dir zugehört hat. Und dann komme langsam wieder in deiner Geschwindigkeit ganz zurück. Bewege deine Hände und Füße, öffne deine Augen. Öffne deine Augen und sei wieder ganz hier. Ja, meine Lieben, es war wunderschön. Ich bin sehr froh, dass gerade so eine tolle Botschaft kam und dass wir die Gelegenheit hatten, mit unserer Seele zu sprechen. Das ist wirklich ein großes Geschenk. Und ich hoffe, ihr habt es richtig gut genießen können und ihr habt auch alles sagen können, was wichtig für euch war. Aber ihr könnt es natürlich auch öfters wiederholen, falls ihr was vergessen habt. Ja, dann wünsche ich euch allen eine ganz, ganz wundervolle Zeit und sag einfach Danke. Ich habe euch so lieb, so schön, dass ihr hier seid, so schön, dass ich das alles für euch machen darf. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.